So, nach längerer Pause aufgrund Krankheit und so weiter, kommen wir jetzt mal zur Fortsetzung des Ganzen. Auch dieses Mal fangen wir wieder mal an mit meiner D&D-Gruppe. Und beim letzten Mal war es ja so, dass sie die Goblins quasi zerstört und vertrieben haben und dass sie jetzt eben auch von den Benza, von dieser kleinen Gruppe Elfen, die im östlichen Wald leben, aufgefordert wurden, da nicht hinzugehen. Wir fangen mal an mit der Taverne. In der Taverne selbst haben sie inzwischen noch ein paar Angestellte bekommen, die sich halt bei ihnen verdingen und lief eigentlich ziemlich gut. Und ihnen ist auch aufgefallen, dass ein Zwerg, der aus der Gruppe von diesem Geldeintreiber, von diesem Lenner, da mal da bei ihnen aufgetaucht ist, dass der immer wieder kommt, um den Grabstein des einen Zwerges zu besuchen, der eben bei ihnen getötet wurde. Irgendwann mal hat er sich dann mit einem der Leute unterhalten, auch mit einem der Zwerge, und hat ihnen dann eben gesagt, dass er Palante heißt. Und Palante selbst hat sie dann davor gewarnt, dass Lenna wohl nicht so zufrieden ist, dass Lenna aus der Zwergenbinge, wo er vorher gewohnt hat und gearbeitet hat, vertrieben wurde, weil den Leuten inzwischen aufgegangen ist, mit welchen Methoden er seine Geldeintreibungen macht und manche Geschäftsleute das nicht in Ordnung finden. Aber Lenna hat wohl auch aufgrund des gebrochenen Arms, den er von der Gruppe bekommen hat, bevor er freigelassen wurde, Rache geschworen gegenüber der Gruppe und davor wollte sie eben Palante warnen. Der Wolf, der kleine Wolf, den sie Pit genannt haben, ist inzwischen wieder ein Stück gewachsen. Er ist aber immer noch nicht bereit, dass er mit ihnen so wirklich umherzieht. Und sie haben dann auch erfahren, dass aufgrund dessen, dass die Taverne relativ wenig eingebracht hat, dass wohl auf einer der Zugangsstraßen so ein kleiner Trupp steht, der die Leute davor warnt, zur Taverne zu gehen, weil sonst. Er drückt nicht genau aus, was weil sonst ist, aber weil sonst genügt wohl. Und wenn ein Bugbear, also so ein 2 Meter plus großes Wesen, dir erklärt, du gehst da nicht lang, sonst gibt's Aua oder deine Waren gehen kaputt oder was auch immer, dann halten sich da wohl einige der Leute dran. Das hat ihnen nicht gefallen, deswegen haben sie sich aufgemacht, die mal zu besuchen. Und interessanterweise haben sie es tatsächlich erstmal nicht unbedingt auf den Kampf angelegt, sondern haben versucht, sich tarnend und manche auch mit Abstand auf die zuzubewegen und erstmal zu schauen, was da wirklich Sache ist. Es ist aber dann nicht ausgeblieben, weil die anderen sich eben diese Söldner, die da angestellt wurden, sich nicht vertreiben lassen wollten und auch nicht mit guten Worten gehen wollten, so dass es im Endeffekt zum Kampf kam. Auch hier war die Gruppe wieder auf der Gewinnerseite, aber die anderen haben doch relativ gut Widerstand geleistet und sie haben dann diesmal nicht alle umgebracht, sondern der Herr heißt Delphas. Der Bugbear, der fast 2,30 Meter groß ist, wie ich schon sagte, und ein Söldner ist, hat ihn dann gesagt, er ist auch nicht so wirklich einverstanden mit dem, wie Lennart mit seinen Leuten umgeht. Aber er würde auch bei ihnen arbeiten, wenn das Geld stimmt. Er verlangt gar nicht so viel, aber er würde halt noch ein paar Leute mitbringen. In dem Fall ist es so, dass er 3 weitere Leute mitbringen durfte. Er hätte wahrscheinlich noch mehr bringen dürfen und die haben sich, oder die kümmern sich dann um die Kneipe. Ich greife jetzt ein bisschen vor, aber prinzipiell ist es so, dass durch Delphas und seine Gruppe sich wohl einige der Reisenden und auch die Unterkunft in der Taverne nehmen oder dort was essen oder was trinken, sicherer fühlen und so, dass die Einnahmen der Taverne insgesamt gestiegen sind. Also war eine gute Art, das Ganze zu machen. Sie haben sich dann Richtung, oh Gott jetzt, ja, die Namen. Sie haben sich dann Richtung Elverum, haha, eine kleine
Stadt, also eine Kleinstadt, die ist etwa 3 Stunden südlich der Taverne, haben sich dann begeben. Die hat etwa 120 Einwohner und die Taverne heißt dort Spinnenbiss. Da haben sie sich dorthin begeben, um Zeug ein- und zu verkaufen. Und unsere Bardin ist dann sogar dort aufgetreten, was ganz gut war, was gut gelaufen ist, aber nicht so gut, wie sie es gedacht hat. Hier war es so, dass ich das erste Mal erlebt habe, dass eine Spielerin, und man muss ja dazu sagen, dass die Spielerinnen, die hier dabei sind, noch recht jung im Rollenspielbereich sind, also sprich, sie fangen gerade mit mir an zu Rollenspielen, wenn ich das so richtig verstanden habe, oder wenn nicht, spielen sie zumindest nicht so häufig. Und diese, die Bardin Merla spielt, hat dann eben selbstständig mit einer AI ein Lied aufgenommen. Und das Lied fand ich den Wahnsinn. Also es war irgendwie gut. Ich habe es mir, glaube ich, dann 20 Mal angehört, weil ich es einfach so witzig fand. Und hat eben den Abend oder den Kampf und wie das Ganze lief, da wirklich mal nochmal verarbeitet darin. Ich bin mal gespannt, ob ich das irgendwie hier in das Video einbauen kann. Wenn ja, lasse ich es jetzt mal dann quasi danach laufen, um euch das mal zu kredenzen. Also ich fand es irre. Genau. Nichtsdestotrotz war halt die ganze Gruppe auch in Elverum dabei. Die Bardin ist aufgetreten und unser Thorin ist auf einen nahen Friedhof gegangen. Der war schon uralt, also die Gräber waren schon seit Ewigkeiten nicht mehr aktualisiert sozusagen. Also sprich, der letzte, der da beerdigt war, das war lange Zeit her und ist halt über die Mauer des Friedhofs drüber gestiegen und hat auf einem der Gräber eine so eine Halskette gefunden, mehr oder weniger so. Und kam ihm zwar irgendwie alles ein bisschen komisch vor, aber wollte ja keiner haben, also hat er sie mitgenommen. Was dann zu späterer Zeit zu einem tatsächlich neuen Abenteuer geführt hat. In dem Fall war es aber jetzt so, dass aufgrund dessen, was sie gemacht haben, indem sie die Söldner besiegt und teilweise angestellt haben, war es auch so, dass sie dann eine Nachricht bekommen haben von der Comtessa di Arcadia. Und zwar hat sie die Leute eingeladen, dass sie auf ihre Burg kommen, die gesamte Gruppe, weil ihre Bardin so toll spielt und sie möchte sie gerne quasi dort einladen, dass sie halt vorspielt vor ihren Gästen. Sie haben dann überlegt, ob sie es machen oder nicht. Es wurde ihr gesagt, quasi eine Kutsche kommt vorbei und gehen wir jetzt mit, gehen wir nicht mit. Die Kutsche selber war so ein bisschen älter. Der Kutscher selber wirkte auch etwas nicht mehr so ganz fit. Aber sie haben sich dann entschlossen, dass sie in die Kutsche einsteigen. Und die Kutsche selber ist dann auch hat sie dann zu einem kleinen Schlösslein gefahren in der Nähe. Und bei diesem Schloss selber, bei diesem Schloss Arcadia eben, das ist ein paar Stunden eigentlich weg, aber auch hier war es so, dass das Gefährt ein bisschen schneller gefahren ist. Sie sind dann dort angekommen und da waren auch mehrere Kutschen zu sehen. Draußen haben schon einige gewartet, aber irgendwie hatten sie ein komisches Gefühl, weil sich eben der Himmel ein wenig seltsam angefühlt hat. Und als sie hochgeschaut haben, war der Mond, den sie da oben hatte, etwas rötlich. Und einigen der Magienutzer kam das irgendwie so vor, als ob das irgendwie die Magie verstärkt oder irgendwie zumindest verändert. Andere Leute haben dann gesehen, dass die Steinstatuen, immer wenn man sie aus dem Augenwinkel betrachtet hat, sich wohl bewegt haben und alles nicht so ganz in Ordnung war. Aber nichtsdestotrotz haben sie gedacht, ach, gehen wir trotzdem auf den Ball. Sie sind dann halt auf reingegangen, hinter ihnen ist dann die Tür zugefallen, haben auch nicht geschaut, ob die jetzt verschlossen war oder nicht. Das ist scheinbar so. Die Bardin wurde dann zum Auftritt quasi gebracht, hat dann ihren Auftritt gemacht und die anderen haben sich unter die anwesenden Leute gemischt. Und die waren sehr interessiert, vor allen Dingen, da einige davon keine Zwerge kannten, was denn so ein Zwerg eigentlich ist, obwohl Zwerge hier auf dieser Welt schon Jahrhunderte leben, aber kannten scheinbar keine Zwerge und andere Leute haben sich halt mit denen unterhalten und man hat halt sehr gemerkt, dass das Ganze etwas antiquiert ist, zwar sehr, sehr nobel das Ganze, aber ja, irgendwie war das etwas anders als sonst.
Einige von den Leuten konnten es natürlich nicht lassen und haben sich ja auf Entdeckungstour begeben. Eldrin ist nach oben mehr oder weniger marschiert und hat sich das da oben mal ein bisschen angeschaut, also auf der eine Etage höher mit per Treppe gegangen und hat sich da versucht an verschiedenen Türen, hat dann auch, sag jetzt mal so, die Leiche einer Dame gefunden und auch später eines Herrn, wo dann nur noch die Knochen übrig waren. Und mittlerweile war es so, dass unsere Diebin unten dann auch ein bisschen rumgesucht hat und ein Sarglager entdeckt hat, wobei Sarglager falsch ist, weil das waren ja die Särge selber waren einfach halt drin gestanden und waren zu. Also sprich, es waren da schon ein paar Leute wohl drin in den Särgen oder zumindest Körper oder was auch immer. Und das ist dann irgendwie auch ein wenig eskaliert, als die Leute dann versucht haben, ein wenig von meinen Spielern zu naschen. Es gab dann, da sie ihre Waffen ja dabei haben, haben sie sich halt gewehrt und haben die Leute abgestochen und gegen sie gekämpft. Aber sie haben gemerkt, dass die nicht wirklich runtergegangen sind. Und vor allen Dingen, als dann die Contessa selbst mit eingegriffen hat und ihr Mann, waren sie halt quasi kurz davor, dass sie das Ganze verlieren. Und der Mann der Contessa selbst hat dann sogar einer der Spielerinnen das Herz rausgerissen und ein Stück davon zu sich genommen, was sie aber mit Hilfe von Heilung von einem anderen Charakter dann überlebt hat. Und eine weitere Kämpferin selber ist dann eben auch, also unser Mönch ist dann eben auch fast gestorben, aber sie haben es gerade so doch retten können. Vor allen Dingen, weil Eldrin dann gemerkt hat, dass wenn die unten die Leute quasi anschlagen, also die Kreaturen, dass dann oben auch der Körper, der da nur noch in Knochen da liegt, auch betroffen wurde. Eldrin selbst hat dann versucht, in den zweiten Raum zu kommen und in dem zweiten Raum war es dann so, dass dann nur noch die Überreste drin waren und also zuerst hat er nur gesehen, dass unter der Tür Blut rausgewallt ist, als der unten wohl getroffen wurde und später hat sich eben herausgestellt, dass auch hier die Überreste des Mann, der Contessa, dann eben drin waren. Was ich noch vergessen habe, wo er als erstes hochgegangen ist, der Eldrin, ist er in so eine größere Bibliothek reingekommen und dort war eben der Gatte, der Contessa, der ihn dazu gebracht hat, dass er mehr oder weniger rückwärts rausgeht, weil er ihn in so eine Art, er versucht hat, ihn in einen hypnotischen Bann zu zwingen, dem Eldrin aber widerstehen konnte. Nichtsdestotrotz, als sie schon kurz davor waren, wie gesagt, zu verlieren, haben sie auch unten von einer unbekannten Stimme mehr oder weniger Hilfe bekommen und wurden ihre Rüstung, ihre Waffen wurden ein bisschen verbessert, haben einen goldenen Schein bekommen und scheinbar hat ihnen irgendein Wesen von woanders her geholfen und sie haben dann im Endeffekt zum Schluss festgestellt, als alles erledigt war, als alle Kreaturen gestorben waren und nur noch sie da standen, dass das wohl die Stimme von einem Tornaga war, der aus dem Zwischenreich zu ihnen gesprochen hat und sie unterstützt hat. Des Weiteren haben sie erfahren, dass sie jetzt wohl hier auf einem der Sitze der Asan-Gesellschaft sind. Und es ging halt hier auch noch in den Keller runter und in dem Keller selber haben sie nicht viel gesehen, außer Spinnen und irgendwelche normalen Kreaturen, also alles Normalgröße, jetzt nichts irgendwelches übernatürlich Große, sondern da war halt einfach nichts. Sie haben bloß gesehen, dass die Bediensteten selber, die sie damals bedient haben, bevor die Kreaturen sie angegriffen haben, dass die auch alle schon tot waren. Und in den Särgen drüben waren eben die Leichen dieser Kreaturen auch drin. Also insgesamt so ein leichter Gruselfaktor, aber sie haben es eigentlich ganz wunderbar gemacht. Die Reise zurück hat dann ein bisschen länger gedauert, aber sie sind dann wieder angekommen auf ihrer Taverne. Es war dann der nächste Abend. Und Thorin selbst hat ja noch immer seine Halskette gehabt.
Und die Halskette fanden sie wie immer sehr interessant. Eldrin hat sie dann wieder analysiert, wie Eldrin eigentlich alle magischen Gegenstände hier immer mit einem super Ergebnis analysiert. Und sie war halt einfach eine Halskette, die einen Bonus auf alle Skills gab. Und Thorin, der Gentleman, der er ist, hat dann gedacht, oh, die gebe ich meinem Dieb, weil mein Dieb braucht gute Werte, damit er noch besserer Dieb wird. Der Dieb hat dann die Halskette angelegt und die Halskette hat dann dazu geführt, dass der Dieb nicht positive Werte hatte, sondern auf einmal negative Werte bekommen hat, weil die Halskette war verflucht. Und unser Dieb, die Elayla, hat dann eben gesagt, das geht so gar nicht. Da müssen wir was dagegen tun. Wo hast du das Teil her? Friedhof. Okay. Dann sind sie zum Friedhof zurückgegangen und haben sich den Friedhof mal genauer angeschaut, beziehungsweise haben vorher auch versucht, was rauszufinden über den Friedhof. Und in der Nähe war nur ein Tempel. Und der Tempel war der von Loki. Und sie haben allein schon beim Betreten des Tempels gemerkt, irgendwelche Bodenfliesen sind nicht so ganz okay. Sie sind dann aber auch nicht draufgetreten auf die Bodenfliesen, aber sie haben gemerkt, ja, ist irgendwas nicht ganz so okay. Der Tempeldiener konnte ihnen dann auch nicht sehr viel weiterhelfen, was denn mit draußen mit dem Friedhof so war. Und sie haben sich dann entschlossen, dass sie den Friedhof nochmal besuchen. Sie sind dann mehr oder weniger alle reingelatscht in den Tempel. Und inzwischen hat die Elayla gemerkt, dass auch immer wieder eine Stimme gekommen ist, die sie gerufen hat. Und Elayla selbst hat dann eben beschlossen, dass sie dass sie wohl auf jeden Fall der Stimme nachgehen muss, weil inzwischen war es so, dass sie nicht nur einen Malus von 1 bekommen hat, sondern der Malus wurde immer schlimmer. Also sprich, der Fluch der Kette ist ihr immer mehr nachgegangen. Und sie haben dann sind dann da reingegangen und irgendwie ist auch hier das Ganze von der Helligkeit auf einmal in Dunkelheit umgeschlagen, sprich die Tageszeit hat sich wohl etwas geändert. Das war das Einzige, was sie ein bisschen vorher rausbekommen haben, dass wer auch immer auf diesem Friedhof lebt, dass der wohl nicht am Tageslicht sehr stark ist, sondern in der Nacht relativ stark wird. Und sie haben dann den Friedhof betreten und an dem Friedhof haben sie dann gemerkt, dass da so eine Krypta ist, relativ in der Nähe von dem Stein, wo Thorin auch diese Halskette gefunden hat und haben dann versucht, diese Krypta zu öffnen, was sie dann auch geschafft haben und was sie dann einfach auf eine andere Seite gebracht hat. Sie waren dann in einem Sumpf, in einer Sumpfgegend und haben dann gemerkt, dass da ein Baum ist und an dem Baum war jemand gekettet, gebunden und trotzdem im Sumpf selbst sind verschiedene Kreaturen auf sie losgegangen und in einem Kampf gegen die Kreaturen, gegen den Baum, haben sie dann in letzter Minute es noch geschafft, alles zu besiegen und waren wieder zurück auf dem Friedhof und auch die Kette war gelöst. Oder der Fluch der Kette war gelöst zumindest. Also sprich, Elayla hat jetzt tatsächlich einen Gegenstand, der ihr ein paar Bonusse bringt und alles war wieder gut. Inzwischen hat sich bei Ihnen noch wegen der Taverne habe ich noch was nachzutragen. Ich versuche immer, dass ich nebenbei mit den Spielern zwischen den Abenteuern immer ein bisschen was mache. Und diesmal war es so, dass sich einer, da nennt sich Ferix, das ist ein Geschäftsmann, der wollte mit ihnen quasi ein paar Spiele in ihrer Taverne aufmachen, sowas wie Darts, so eine Art Warhammer am Tisch, irgendwelche Trinkspiele und was auch immer. Und das ist aber nicht nur ein Spiel, oder sind nicht nur Spiele, die in ihrer Taverne stattfinden, sondern in den Tavernen überall in Targard. Und da kann man alles diese Spiele eben mitmachen und wer dann am besten abschneidet bei den Spielen, der wird halt dann quasi zu so einer Art Meisterschaft von Targard aufgerufen und kann dann da teilnehmen und kann da ganz gutes Geld noch gewinnen. Und angeblich wollen sie das auch irgendwann mal so weit machen, dass es eben sich nicht nur auf Targard bezieht, sondern sogar weltweit, dass sie auch noch zu anderen Kontinenten oder anderen Ländern reisen können, um dort die Fahnen von Targard hochzuhalten.
Aber das war jetzt noch nicht so ganz klar. Inzwischen hat sich auch Xolosch angeboten, ein Zwergenbrauer. Wenn sie ihm quasi das Zeug hinstellen, was er haben möchte, dann braut er für sie selber Bier bei ihr in der Kneipe, in der Taverne. Aber da habe ich noch keine Rückantwort gehört, wie sie jetzt damit verfahren wollen. Und wir werden mal sehen, wie sie da weitermachen. Diesmal waren es jetzt fast 20 Minuten, aber es waren auch 2,5 Abende, sag ich jetzt mal, die wir wieder abgedeckt haben. Ihr seht, es passiert einiges. Und ich versuche jetzt auch, dass ich die Videos wieder regelmäßiger mache. Aber wie gesagt, war durch Krankheitsfall meinerseits, war das jetzt nicht so wirklich toll mit dem Sitzen vom PC. Nichtsdestotrotz wünsche ich euch einen schönen Tag. Heute ist Samstag. Laden wir mal am Samstag was hoch. Bis dann. Ciao.